Willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Plaisy Store. Jeden Mittwochmittag. Also heute ist auch wirklich live auch Mittwochmittag. Aber auf YouTube kriegt es auch jeden Mittwoch. Und zwar, wir werden wieder Pizza essen und ein bisschen im Plaisy Store schauen, was so für neue Games rausgekommen sind, ein paar neue Trailer schauen und so weiter. Und zwar haben wir heute, ich zeig's euch, eine Salami-Pepperoni-Pizza. Kann sein, dass die scharf ist. Ich weiß es nicht. Deswegen haben wir auch noch zur Sicherheit Glas Milch am Start. Weil ich vertrag leider nicht so scharf. Sorry. Bin da leider ein bisschen empfindlich, aber ich liebe den Geschmack von scharfen Sachen. Ich hoffe mal, dass die nicht so sehr scharf ist. Deswegen schauen wir mal rein hier in Plaisy Store, Digga. So, was ist neu rausgekommen? PS Plus Spiele haben wir auch wieder am Start. Genau, Titanfall 2 ist am Start und Monster Supercross. Werde ich mir auf jeden Fall beide mal runterladen. Können wir den bei Gelegenheit auch mal anzocken. Stimmt, Titanfall können wir auch Multiplayer dann spielen. Das könnt ihr euch kostenlos jetzt laden. Dann könnt ihr mitspielen. Ich tue mal zur Bibliothek hinzufügen. Let's go. So. Und das da auch. Supercross sowieso, ich liebe Rennspiele, sowieso, egal ob Motorrad, Auto, Trecker, scheißegal, wir spielen auch zum Beispiel Wreckfest, spiele ich viel, das finde ich auch voll geil. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal testen, vielleicht können wir das auch mal im Studio zocken, mal schauen, vielleicht kann man das zu zweit spielen an einer Konsole, schauen wir mal. Nein, oh, ich finde es immer so schade, wo ist das Problem, einfach einen scheiß Splitscreen einzubauen. Gerade bei Rennspielen, die sind eh nicht so aufwendig, meistens grafisch. Ja, fuck. Na gut, dann zocken wir es halt online ein bisschen. So, und dann schauen wir mal hier bei Spiele, Digga. Alle Spiele, was ist da los? Okay, Black Desert gibt es wohl auch ein neues Update. Gibt es da einen gescheiten Trailer? Das ist aber, glaube ich, immer noch der alte Trailer von Black Desert. Ja, das ist der Standard-Trailer. Alles klar, Wasteland 3 haben wir schon geschaut. Persona 5 ist jetzt auch nicht neu. Mega Man haben wir schon geschaut. Keeper of the Fall. Aha, Blair Witch. Alles klar, das ziehen wir uns mal rein. Ab 18 sogar. Oh, nicht schlecht. Let's go. Ich brauche noch Papier. Shit. Nichts zum Abwischen, ne? Immer gefährlich. What the? So, dann hier ganzen Laptop und Lazypad versauen. So. Okay, Bullet. Let's find this kid. Wait up, Bullet. Bullet. Da ihr seht, schön Pepperoni drauf und Salami, kleine Salami, große Salami. Sehr nice. Mal wieder bei Netto regieren. Beste Leben, Bruder. Ein bisschen leiser, dass ihr mich auch verstehen könnt. Weil wenn ich esse, dann nehme ich natürlich über die Kamera von der Kamera auf und die ist nicht so gut. Das Mikro ist nicht so gut wie das von meinem Headset. Also Standard Survival Horror Walking Simulator. Hm.
Ist nicht so scharf. Ist nice. Wenn man natürlich gar keinen Schaf verträgt, dann ist sie vielleicht schon ein bisschen zu scharf. Aber für alle, die wo ein bisschen scharf mögen, empfehlenswert. Keine Ahnung, Digga, hat mir jetzt überhaupt gar nicht an Blair Witch erinnert. Welchen Film ich übrigens ziemlich cool finde. Dann schauen wir mal hier. DayZ ist endlich rausgekommen. Ich habe mich nie wirklich mit diesem Spiel beschäftigt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es auch sowas ähnliches, so ein bisschen Survival ist. It's time for players to once again get lost in the post-apocalyptic world of DayZ. Welcome to a country reclaimed by nature. Welcome to Livonia. This landlocked state, or more precisely, the southern rural Toplin Nadbur region, comprises lush green landscapes, dense forests, overgrown fields, winding rivers, serene lakes, dilapidated structures, and various remnants of an abandoned society. And at 163 square kilometers, players should stumble upon each other more frequently than in the past. But this new topography won't be the only change of pace for players. The temperate late summer climate of Livonia brings frequent rainfall and severe thunderstorms. Keep a lookout for protective gear and shelter to shield you from this relentless weather. Although idyllic, Livonia's terrain is sparse and convenient sources of food are hard to come by. Ja, geil, ja, hier diese Peperonis, die sind ein bisschen scharf. Und wenn man die isst, dann brennt es schon ein bisschen. Und der Rest geht eigentlich ganz gut klar. Aber ich finde ein bisschen viel Zwiebeln drauf, das mag ich eigentlich nicht so, aber egal. Das geht noch. Watch out. We welcome you to try your hand at survival in this post-apocalyptic terrain. So stop by, take in the views, find your bearings, live off the land, and try your best not to die. See you in Livonia, Survivor. Hat mir jetzt überhaupt gar nicht gekickt, das Game. War wohl eins der ersten Games, soweit ich weiß, mit diesen Survival-Sachen. Und startbar. Aber. Habe ich jetzt nicht so empfunden, dass ich das spielen müsste, unbedingt. Also kein Daumen. Was haben wir hier? Earth Knight. Okay, was soll denn das sein? Jump and Run auf so fliegenden Drachen. Keine schlechte Idee. Sieht gut aus. Echt krass, wie man halt immer wieder neue Ideen findet für Jump and Run. Das finde ich cool, wie man da so runtergleitet. Das ist geil. Das feiere ich voll, weil wenn man das so sieht, denkt man, okay, der Entwickler kann jetzt nur 2D. Das ist ja alles Standard 2D, halt mit einem leichten Tiefeneffekt da, ein oder anderen, aber das ist ja jetzt nicht so aufwendig. Deswegen finde ich es dann krass, wenn man es dann trotzdem, der Entwickler einen überrascht und trotzdem zeigt, hey, wir können aber auch trotzdem 3D Design machen. Wir haben mit Absicht das in 2D gemacht. Das finde ich cool. Hat mir zum Beispiel auch bei Kings gut gefallen, bei Crossing Souls.
Das war auch eigentlich die ganze Zeit in 2D und dann gab es immer so einzelne Abschnitte, wo dann in 3D waren. Das hat mir gut gefallen. Sieht gut aus, macht bestimmt Bock. Standardpreis 18 Euro. Ich denke mal, wenn es in Sale kommt, dann wird es wahrscheinlich unter 10 Euro sein. Dann kann man es auf jeden Fall mal gönnen. Ohne Altersfreigabe sogar. Schade, leider kein Koop. Aber okay. Dann, was haben wir hier? Fight in Rage. Was geht bei Fight in Rage? Gut, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt auch anhand des Namens nicht drauf gekommen, dass es so ab ist. Nice, da haben wir noch ein Stück. Nice. Ah, schmeckt sehr gut. Bin mir jetzt gar nicht beeindruckt. Und da hat mir zum Beispiel Streets of Rage besser gefallen, was ja auch vor kurzem erst rausgekommen ist, der vierte Teil. Aber das hat mich jetzt überhaupt gar nicht beeindruckt. Ist kein Daumen, Digga. Pain Never Winter Nights, Saga, Scarlet, Craze, Ambitions. Okay, what the fuck, was für ein Name. Dann schauen wir uns mal an. Oh nee. Ah, wie sieht aus wie vorher. Boah, die ist echt fein, hätten sie 8 Grafik, oder? Final Fantasy 9, sagen wir, hat sogar schon besser aus wie das. Auf jeden. Oder ist das Spiel so alt? So, wenn man dazu schaut, das hat auch gar keine Menüs oder gar keine Anzeigen oder also gar kein richtiges Interface. Dann halt einfach nur unten die Charakterbildchen und das war's. Was ist da los? Steht es da, wann das Spiel ist? Naja, Square Enix 2018. Also es ist neu, das Game. Es ist kein altes Spiel. Nämlich unverständlich, wenn man so einen Scheiß jetzt noch auf den Markt bringen kann. Und mein Handy klingelt. Ich muss kurz rangehen.
Sorry, Boys, da sind wir wieder. Kurz Telefonat. Also, das Game war auf jeden Fall der letzte Dreck. Das können sie behalten. Ist mir egal, ob das Square Enix oder sonst wer dran steht. Was haben wir hier? VR erforderlich. Das interessiert uns sowieso gar nicht. Where the waters tastes like wine. Okay. Das hört sich gut an, der Titel. Ein Stück haben wir noch am Start. Degas. Nice. Ja, wie Borderlands, wie Tales of Borderlands sieht's aus. Wieso, der Trailer fand ich jetzt nicht schlecht. Worum geht's in dem Spiel? Ist es ein Kartenspiel oder was? Einmal kurz Pizza auf. Screenshots funktionieren auch mal wieder nicht. Aber nur sehr ärgerlich. Wir müssen mal lesen, was das ist. So, sorry. Also, Where the Water Tastes Like Wine ist sowohl ein Adventure als auch eine große Geschichte über das Reisen, das Weitergeben von Geschichten und den Überlebenskampf infolge des Manifest Destiny. Die Spieler streunen im Zuge der Great Depression, einer katastrophalen Weltwirtschaftskrise durch die volkstümlichen Vereinigten Staaten und lernen auf ihrem Weg viele Fremde kennen, die ihre ganz eigenen persönlichen Schicksale offenbaren. Durch diese Aufeinandertreffen können Spieler ihre Sammlung einzigartiger Geschichten erweitern, die dann in neuer Form weitergegeben werden können, um wiederum neue Interaktionen freizuschalten. Die Geschichten im Spiel dienen also gewissermaßen als Währung, um die Handlung voranzutreiben, und es liegt an den Spielern, die richtigen Geschichten auf die Bedürfnisse der Charaktere, denen sie auf ihren Reisen begegnen, abzustimmen. Okay. Ja, wir haben viel zum Lesen, deswegen nur mit Audio und nur mit Untertitel auf Deutsch. Aber gut, Englisch Untertitel geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Müsste man ausprobieren, aber für 24 Euro ist mir das zu heikel. Für einen Zehner hätte ich es vielleicht mal gemacht. Ja, und dann sind wir durch. Den Rest haben wir letztes Mal angeschaut. Tools Up, muss man das gesehen haben. Stretch Arcade. Das können wir nochmal anschauen.
Simulacrat, Nacrat, Leck, was? Simulacra. Na was? Simulacra. Es ist Dirty Talk Generator, Simulator. Myself. This is video log number one. I'm supposed to just speak my mind. Whatever comes, no wrong answers. Uh-huh. Nobody's gonna see this, so. Work has been pretty crazy lately, and I just needed an outlet of sorts. There's no point wasting time, so. Here I go. That's the worst that could happen. Okay. Kann ich mir gar nichts Gescheites drunter vorstellen. Was haben wir noch hier am Start? Jigsaw Soleil. Das scheint wohl ein Puzzlespiel zu sein. Und dann sind wir durch für heute. Ja, Standard-Puzzlespiel. Alles klar. Okay, für Zweijährige. Alles klar. Okay, also ich glaube, jeder von euch hat schon mal gepuzzelt. Das muss man sich jetzt nicht ewig angucken. Und das war's. Ansonsten hier, was gibt's noch? FIFA ist jetzt bei EA Access, wer auch immer das zocken will. Und hier, das wollte ich mir noch anschauen. Genau, Cousine Royale. Das hat mir ein Kumpel empfohlen, beziehungsweise mein Kumpel Atego auf Twitch, der zockt das auch öfters gerade. Was ist das? Beginners Bundle für 10 Euro oder was? Und ist das, was vor allem die Hauptfrage ist, ist das Crossplay? Ich glaube nämlich nicht. Weil das ist nämlich immer noch der große Vorteil an Fortnite, dass es halt Crossplay ist. Schauen wir uns mal einen Trailer an. Ist halt auch so, ihr seht PUBG, Battlefield, H1Z1, Daisy, Rust, whatever Game. Ja, ich habe da jetzt noch nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gefunden, außer dass es halt öfters mal auch so Schützengräben und sowas gibt, wo man da vielleicht auch mit dem Buggy fahren kann. Dann kann man H1Z1 auch fahren. Okay, man kann sich teleporten oder was? Einige Cowboy-Hüte. Das sah da so albern aus. Wieso guckt denn da halber Arsch raus? Warum muss man das so machen? Na, was wollen wir in die Kamera heben? So, ich meine, das ist ein Videospiel, Alter. Was ist los? Okay, Zombies gibt es wohl auch. Okay, ja, ich habe es beim Kumpel gesehen, sah ganz okay aus, aber wie gesagt, sehr PUBG-mäßig. Aber für einen Zehner kann man das bestimmt mal mitnehmen und auf dem Bundle scheinen auch ein paar Sachen drinnen zu sein, oder? Hier 200 goldene Kronen.
Storybook, keine Ahnung, was das ist. Ach so, zwei Outfits sind mit dabei: Banditen- und Abenteuer-Outfit, Maske mit rotem Schal. Das Geschichtenbuch ermöglicht es ihnen auch, 2 Monate lang einzigartige Herausforderungen zu bestehen. Okay, das scheint wahrscheinlich der Battle Pass zu sein. Gut, ja, das kann man auf jeden Fall mal liken. Für 10 Euro geht es klar. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wie gesagt, schaut auf YouTube jeden Mittwoch um 11:30 Uhr. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr die dann da nochmal schauen. Oder ihr könnt einfach auch diese Folge dann halt einfach nochmal schauen. Immer pünktlich zum Mittag. Mittwochs zum Mittag. Das kann man sich gut merken. Könnt ihr es euch reinziehen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Peace out, Diggers.